Und hallo und herzlich willkommen. Wir sind genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar hört ihr hier beim Gitarrensolo quasi zu. Das wollen wir jetzt aber nicht. Wir gucken mal, dass wir hier eine schöne Angelstelle noch finden. Irgendwo hatten wir eine. Ich weiß aber nicht wo. Das ist auch ein schöner... Was ist denn das hier? Das ist ein Lagerfeuer. Da können wir bestimmt gut Party machen. Wenn wir die Leute einfach mit nach drüben holen. Also nach hier holen. Und ja, ein bisschen die Zeit hier genießen mit unseren Freunden. Oh, das sieht sehr schön aus hier. Sowas ähnliches in klein würde ich mir gerne als Brunnen irgendwo in den Garten stellen. Kommen wir hier oben auch hin? Ne, da kommen wir nicht hin. Dann, achso, das ist unser Bereich. Dann schauen wir mal, komme ich von hier aus direkt zu dem Bereich, wo die Angelplätze waren? Ich glaube es jetzt gerade nicht. Ach, hier ist gerade eine. Oh, das sind Delfine! Oh, 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 oh. Nein, hierhin, hierhin. Hierhin schwimmen. Schnell! Oh, oh bitte, bleib da. Wo ist er denn? Jake, mach schneller. Bitte, das sind Delfine. Chance des Lebens. Oh, oh, oh. Die Bühnenzeit von Ben neigt sich dem Ende zu und er sieht den nächsten Entertainer hinter der Bühne warten. Als er gerade das Mikro zurück in die Halterung stecken will, bemerkt er, wie ein Mann im Anzug sich in die letzten Reihe und abseits der Menge niederlässt. Anstatt einen Drink zu bestellen, nimmt er einen Notizblock heraus und beginnt, sich Notizen zu machen. Könnte das ein Talentagent sein, der nach aufstrebenden Unterhaltungskünstlern sucht? Die Gedanken von Ben rasen, denn er muss sich schnell entscheiden, ob er rücksichtslos eine Zugabe geben oder beim nächsten Entertainer dem nächsten Entertainer das Rampenlicht überlassen soll. Ja, wir geben natürlich eine Zugabe. Ach, da steht sogar drunter, das Leben geht unverändert weiter oder erntet Ruhm und wird den Job befördert. Ja, super. Wir geben natürlich eine Zugabe. Ah, da stand gerade was, da stand gerade was. Ich muss jetzt hier mal eben langsam. Da ist er, da ist er. Moment, wir lesen das gleich. Wir lesen das gleich. Oh, schwimm zu den Delfinen, bitte. Oh. Kann man die anklicken? Ich kann die gar nicht anklicken. Oh, komm schon. Nein, nicht abhauen. Oh, ich dachte schon. Nee, oder? Ist die hin? Die sind noch da. Hallo. Wir können ein bisschen schnorcheln. Vielleicht gewöhnt ihr euch dann an mich. Hallo, Delfine. Oh, aber die kann man nicht anklicken. Das ist schade. Ich hätte so gern mit einem gespielt oder so. Hm. Ich könnte jetzt Morgana holen, aber die ist natürlich energiemäßig total am Ende. Oh, jetzt sind sie weg. Oh nein. Die Delfine sind weg. Oh, das ist doof. Jetzt will ich dich nicht mehr beim Schnorchen beobachten. Das finde ich doof. Ach, Ben ist bei der Arbeit, deswegen. Okay. So, Newcomer. Ben hat den Weg zum Ruhm eingeschlagen. Sein Ruhm ist gestiegen. Er ist befördert worden. Für zielstrebige Sims bedeuten Beförderung alles. Wie lange lässt die wohl die nächste auf sich warten? Ah, sehr schön. Nichts macht... Ach so, genau. Er ist glücklich, weil er... Ach, er ist dann direkt zur Arbeit gegangen. Jetzt habe ich das auch verstanden. So, wir haben hier eine einmalige Chance. Motiviert setzt Ben seinen Auftritt fort. Die Menge im Club stürmt nach vorne und reißt die Hände in die Luft. Sie hängen Ben förmlich an den Lippen. Euphorisch sonnt sich Ben im Rampenlicht und liefert den Auftritt seines Lebens. Als er in den Green Room zurückkehrt, hat er den Mann im Anzug beinahe vergessen. Aber ein heftiges Klopfen an der Tür holt ihn in die Realität zurück. Es ist der Mann. Und es stellte sich heraus, dass er tatsächlich ein Talentagent ist. Mit einer geschmeidigen Handbewegung präsentiert er seine Visitenkarte und somit eine Chance auf eine großartige Zukunft. Wow!
Und davor kam noch die Meldung, befördert, jetzt ist gerade wieder was Neues dazugekommen, befördert zum C-Promi. Ben wurde befördert und ist jetzt C-Promi. Oh, wow. Er verdient jetzt $5 die Stunde mehr. Ja, ich dachte, C-Promis verdienen etwas mehr. Aber okay, was einen Stundenlohn von insgesamt $44 die Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. Ah, 541. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Stimmt, wir haben ja mehr im Haushalt, also in der Haushaltskasse. Teppich-Sim-Idol. Ach, ein Teppich ist freigeschaltet. Ah, okay. Seine nächste Schicht beginnt Sonntag um 17 Uhr. Aber er ist doch gerade noch auf der Arbeit. Naja, gut. Okay, soll mir auch recht sein. So, dann noch der Hinweis auf dem Weg zum Ruhm. Sims können jetzt berühmt werden. Es gibt viele verschiedene Wege, ein Promi zu werden. Und wenn dein Sim seine Fähigkeiten verbessert und er in der Karriere voranschreitet, eröffnen sich neue Wege zum Ruhm. Dein Sim kann zum Beispiel berühmt werden, indem er die Schauspielerkarriere einschlägt oder die Medienproduktionsfähigkeiten an der Video- oder Musikstation erhöht. Halte nach Interaktionen Ausschau, die mit Sternchen Ruhm gekennzeichnet sind. Sie helfen dir, ein richtiger Star zu werden. Ah, okay. Und das war jetzt wohl das Neueste, glaube ich. Steht zumindest gerade eben. Newcomer. Ben, genau. Ben hat den Weg zum Ruhm eingeschlagen. Er hat seinen ersten Ruhmpunkt erhalten. Mit Ruhmpunkten kannst du ein Ruhm-Infofenster Ruhmvorteile erwerben. Er kann aufgrund seines neuen Ruhms jetzt eine Ruhmmarotte entwickeln. Okay, ich hoffe, er wird jetzt nicht versnobbt. Dabei handelt es sich um eine eigentümliche Verhaltensweise, die auf der Grundlage seiner Aktionen entsteht. Okay. Ach hier, das ist eben gewesen. Level 2 der Fitnessfähigkeit. Jake kann jetzt mit anderen Sims über Fitnesstechniken reden. Ja, super. Okay, ist aber nicht schlecht. Er hat jetzt geschnorchelt. Ich glaube, er geht jetzt auch so langsam wieder nach Hause. Zumindest werde ich ihn jetzt mal nach Hause schicken. Oh, Mist. Ich glaube, ich habe gerade unseren Musiker nach Hause geschickt. Das ist natürlich jetzt nicht so dolle. Was ist denn mit Morgana ja eigentlich? Schläft die immer noch? Wo ist denn die? Ach, die schläft. Das ist nicht dein Ernst. Warum pennt die jetzt hier auf der Couch? Hallo? So, ess du mal eine schnelle Mahlzeit. Ich. Was war das denn? Ich glaube, sie hat von Delfinen geträumt oder sowas. Okay. Ich werde mal schauen. Was wollten wir denn? Ach, was ich auch noch dringend wollte. Genau, das fällt mir gerade ein. Das ist mir eben eingefallen. In der vorletzten Folge. Also ist schon was hier. Wir haben jetzt keinen Tisch, ne? Ohne Tisch ist das Ganze ein bisschen blöd. Da würde ich sagen, dass ich eine Box nehme. Also richtig tolle Farben haben die jetzt auch nicht dabei. Und hier eine Box hin. Ah, ich kann die sogar hier drüber hängen. Aber die ist dann nicht zentriert, ne? Ja, da hängt ein Bild. Aber eigentlich könnten wir das trotzdem dahin machen, oder? Oder doch auf der Seite. Aber da wollte ich eigentlich ja noch ein großes Fenster machen. Und wahrscheinlich sogar zwei Fenster. Was ist denn mit der Seite? Da hängt ein Bild. Ja, es zerstört halt alles so ein bisschen die Optik, ne? Sonst mache ich das wirklich hier vorne rein. Es sieht ein bisschen doof aus, aber ist ja auch egal. So, dann kann sie auf jeden Fall Musik hören. Und, also nicht nur sie, sondern die ganze Truppe kann Musik hören. Und ich wollte eigentlich ein Fenster reinmachen. Ich weiß, ich bin jetzt hier so dermaßen verschwenderisch gerade. Ich könnte eigentlich auch. Aber die sind zu teuer, ne? Kann ich mir nicht leisten. Oh, 1300. Ui. Und die kleinsten 600. Ja, okay. Dann lassen wir das jetzt erstmal. Ich könnte theoretisch noch Tierspielzeug reinmachen. Das kostet nur 90. Ist aber für mich jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht so von Nutzen. Davon habe ich jetzt alles. Eine Kunst interessiert sich jetzt keiner so direkt für. Nee, dann würde ich sagen, dass ich erstmal gucke, wie teuer jetzt das Fenster nochmal war. Oh, ja, okay. Es ist auf jeden Fall nicht günstig. Oh, es wird sogar größer, wenn ich das hier mache.
Aber ich kann es nicht direkt mittig machen. Na gut. Okay, also ich mache da auf jeden Fall schon mal ein Fenster hin. So. Oh, ich glaube, sie fand das jetzt gut. Ich bin mir nicht sicher. Oh, sie muss, glaube ich, mal dringend auf Toilette. Aber ich finde es auf jeden Fall klasse. Ich muss mal gucken, ob ich das hier nicht auch irgendwie aufmache, dass ich die Bilder vielleicht woanders hinhänge. Na, da ist jetzt schon... Obwohl, das könnten wir theoretisch. Nee, ich will das... Ach so, Moment, ich bin ja gar nicht im Baumenü. Das könnten wir theoretisch hier hinhängen. Und das Bild dementsprechend hierhin. Genau, und dann könnte ich nämlich, wenn ich denn soweit bin, hier die komplette Palette noch Fenster machen mit den großen Fenstern. Dann können die nämlich schön rausgucken. Das finde ich persönlich total schön, weil dann können die so schön aufs Meer gucken. Und hier hinten können sie ja eigentlich auch rausgehen. Irgendwie hat es noch keiner gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wo sind die Leute eigentlich alle hier? Jake? Ach, der ist noch auf dem... Ernsthaft, der ist jetzt noch auf dem Heimweg oder was? Zurück nach Hause. Ja, okay. Also du solltest eigentlich ein bisschen schneller nach Hause gehen, aber ist in Ordnung. Ich dachte, du hast den Joghurt schon komplett gegessen und alles. Ah, Ben ist zu Hause. Sehr schön. Dann gehen wir erstmal zu Ben rüber. So, er hat auch wieder Geld mitgebracht. Wir könnten jetzt rein theoretisch das nächste Fenster machen. Ich bin so ein bisschen in Versuchung, bin ich ganz ehrlich. Ich guck mal, ob die überhaupt da rauskommen, weil irgendwie keiner ist bisher rausgegangen. Das fand ich nicht nett. Nee, du solltest dich nicht hinsetzen, sondern der Ben, den ich gerade ausgewählt hatte. Der muss sich auch mal dringend duschen. Ben, hallo. Ach, da bist du. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Ich möchte wissen, ob das denn auch funktioniert. Oh, wunderschön. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier so am Piepen ist, aber wunderschön. Ich meine, er genießt... Ach so, es ruft einer an. Okay, ich weiß jetzt, was los ist. Lass uns zusammen wie die Wölfe heulen. Karaoke. Oh Gott. Küstenbienenstock. Okay. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir mit ihm doch dahin. Küstenbienenstock. Ich habe aber keine Ahnung, wo... Ach so, ich werde automatisch dahin gebracht. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Leute, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay. Ich weiß nicht, warum ich den kennenlernen soll, weil ich den schon kenne, aber okay. Der Typ ist ein Snob. Okay. Also wir können jetzt erstmal noch so ein bisschen... Ach Gott, was ist das denn für einer? Was bist du denn für eine? Okay, also es kommen jetzt hier immer mehr Leute an. Ich denke mal, das hier wird wohl die Karaoke-Bar sein. Das ist die... Ah, wir singen ein Duett. Country, oh Gott. Okay. Mal schauen, ob das jetzt was wird hier. Genau, macht erstmal so ein Star-Foto. Ach, da hinten ist auch eine Karaoke-Maschine. Ja komm, ich bin jetzt gespannt auf euer Duett. Es wäre nur schön, wenn du denn auch wirklich verfolgen würdest, ne? So. Diese blöde Kuh blockiert jetzt hier einfach unser Duett-Ding. Aber die gehen jetzt automatisch weiter, oder? Ah, ja, sie gehen automatisch. Ach so, stimmt, er kann ja eigentlich noch gar nicht singen. Oh Gott, das wird was. Auf jeden Fall haben sie Spaß dran. Aber er kann es so gar nicht. Sieht total wahnsinnig aus. Please, they are blinking me up.
Oh, er fängt langsam an zu stinken, glaube ich. Oh, das ist gar nicht gut. Er hätte sich vielleicht vorher mal duschen sollen. Nein, du sollst doch nicht abbrechen. Du sollst nur zwischendurch mal dahin gehen. Oh nein. Ey, du kommst dahin. Kein Problem. Junge, geh dahin. Los. Was ist mit der los? Okay, er kann... Oh Gott, wenn er jetzt aber mit seinen Stinkedings dahin geht. Hallo, ich bin ein C-Promi. Ich bin zwar am Stinken wie sonst was. Komm, wir machen ein Selfie. Keine Ahnung, wer du bist, aber du bist ein Weltstar. So, wir sammeln auch direkt schon. Wer singt denn hier so wunderbar? Der Typ ist hier cool. Yeah. So, und du geh jetzt endlich mal die Hände waschen. Geh mal hin. So. Dann geh mal dahin. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Ist denn hier irgendwas nicht in Ordnung? Ach, das ist die Damentoilette. Ja, sag das doch direkt von Anfang an. Ach, du solltest ja nur mal kurz die Hände waschen, damit deine Hygiene etwas hochgeht. Da ich hier leider nirgendwo eine Dusche sehe, muss ich mir halt ein paar Mal die Hände waschen. So, dann, da hinten hat es ja jetzt nicht so gut funktioniert. Also singen wir jetzt mal zu zweit. So, mit ihm, da ist er. So, das lassen wir jetzt mal ein bisschen weitermachen hier. Wenn jetzt eine dieser blöden Kühe da hinten schon wieder das Ding blockiert, ne? Ah, sehr schön. Und los geht's. Mein Gott. It's on a smooth blown up bloody jowl. Nubu Calca Flare Boo. Blanchy Boo Slop Lard. Er findet es auf jeden Fall auch lustig, er hat Spaß. Geh mir aus dem Weg, alte Schrulle. Also wir haben schon die ersten Fans hier, so wie es aussieht. Achso, ich bin eigentlich so zurück. Die finden es toll. Wer versucht mir jetzt hier schon wieder die Show zu stehlen? Oh, sie sind fertig. Aber hier oben steht irgendwas. Ich hab's. Ach so, singe eine Stunde in der Karaoke-Bar. Okay, pass auf. Da machst du jetzt mal ein Solo in Sachen, keine Ahnung, Sims-Pop. Was weiß ich. Ich hab keine Ahnung. Komm mal hin. Du brauchst den Spiegel nicht. Du bist auch so hübsch genug. Da-da-da. Ich höre keine Musik. Das ist doch keine Popmusik. Yeah. So völlig neben dem Rhythmus, aber er hat auf jeden Fall Spaß dran. Ja.
Ich finde die Gesichtsausdrücke total genial irgendwie. Was? Das war's schon? Nein, du musst weitermachen. Dann sing jetzt mal ein Solo von Jazz. Das ist doch auch nicht schlecht. Hallo, weitermachen. Los, zack, zack. Yeah, swing, baby. Er findet es auf jeden Fall genial. Es macht ihm Spaß. Das ist doch alles, was wichtig ist. Nein, nicht schon wieder zu Ende sein. Aber ich glaube, das mit der Stunde haben wir jetzt nicht geschafft. Schade. Hallo? Ich wollte mich gerade von dir verabschieden. Na gut. Du gehst jetzt bitte nach Hause. Oh ja, der ist auch schon total fertig irgendwie. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ich habe keine Ahnung, wie der darauf gekommen ist, da hinzugehen. Und es hat auch eigentlich nichts hier mit Tsunami, oder wie das hier heißt, zu tun. Aber es hat ihm richtig, richtig Spaß gemacht. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und mir hat es ehrlich gesagt auch tierischen Spaß gemacht, ihm dabei zuzusehen. Dabei zuzuhören ist so relativ. Aber es war auf jeden Fall auch stellenweise richtig lustig. Und so, jetzt machst du mal eben... Du machst jetzt mal eben das Katzenklo sauber, bitte. Also, sowas kannst du... Du bist den ganzen Tag zu Hause, Junge, weißt du? Und dann kriegst du es noch nicht mal hin, das Katzenklo sauber zu machen. Das erste Einhorn. Ja, das kannst du ja wohl mal... Das erste Einhorn, das letzte meine ich. Das kannst du ja wohl mal weglegen. Und das kannst du ja wohl mal lesen hier. So, du mach dir jetzt endlich mal was zu essen, damit du ins Bett kannst. Zackig. Oh, nach so einer tollen, durchmachten Nacht ist es, in 11 Stunden muss er wieder raus, okay. Es ist eigentlich seine Pflicht, jetzt ist er nicht mehr, oder was? Na gut, dann geht er halt direkt ins Bett, geht direkt schlafen. Ja, okay, er hat schlafen. Ich dachte, er steht jetzt wieder drin, dass er ein Nickerchen machen will oder so, aber das ist in Ordnung. So, du musst dein Geschicklichkeitslevel etwas verbessern. Was ist mit ihr? Sie ist gerade am Essen, ansonsten ist sie recht glücklich. Hydrieren tut sie noch nicht. Ich bin jetzt nur gerade am über... Was macht er denn jetzt? Ist das jetzt dein Ernst? Ich dachte, du wolltest schlafen, anstatt was zu essen. Nein? 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 Da hat... Ernsthaft jetzt. Da hat er jetzt echt das Geld für abgezogen. Ja, jetzt kannst du es auch zu Ende machen. Vollidiot. Du solltest was Schnelles essen. So, gut. Morgana, was ist denn mit ihr hier? Ziemlich lecker. Ach, sie hat was Leckeres gegessen. Okay, sie hat wahrscheinlich auch selber einfach was gemacht. So. Was mich daran erinnert, dass wir eigentlich im Baumenü noch irgendwas machen wollten. Beziehungsweise, ich wollte mal eben was nachgucken. Da... 250 kostet das, okay. Aber da könnte man... Moment, betritt den Comedy-Zirkus. Begeistert die Menge. Ach so, das ist Comedy-Fähigkeit. Oh, das bringt mir natürlich nicht allzu viel. Ich dachte, man könnte da jetzt das Singen dran üben. Hm. Dafür braucht man wahrscheinlich selber eine Karaoke-Maschine. Das ist eine Amateur. Was Kleineres haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Bühne. Hm. Schade, sonst hätte ich mir jetzt die Karaoke-Maschine gerne geholt, aber die ist natürlich jetzt zu teuer. Dann müssten wir mal gucken, dass wir dann demnächst nochmal dahin fahren
und da so ein bisschen Karaoke machen. Weil wenn er natürlich auch gut singen kann, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Was suche ich denn? Wenn er natürlich auch gut singen kann, dann ist das natürlich auch zu seinem Vorteil. So, dann wollte ich ja hier eigentlich schon mal damit anfangen auszubauen. Passen wahrscheinlich jetzt keine zwei Fenster, höchstens dann noch ein kleines in die Mitte. Na gut, aber sie sollen auf jeden Fall einen Inselblick haben. Also was das betrifft, es soll ja alles schön sein. Oh. Junge, was ist denn? Siehst du, deswegen sollst du nicht diesen blöden Toast mit Ei machen. Es hätte doch ein Joghurt gereicht. Level 2 der Geschicklichkeit erreicht. Ah, sehr schön hast du das gemacht, Jake. Das heißt, du bist jetzt der Mann im Haus, wenn du hier was reparieren sollst. Das ist dir schon klar, ne? Wieso steht er eigentlich hier und ist am Lesen? Wieso setzt er sich dafür nicht hin? Muss ich auch nicht verstehen. Irgendwie habe ich wirklich immer das Gefühl, dass sie hier mit ihm am Flirten ist. Ich weiß auch nicht. Wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Er soll ja auch was zu essen kriegen. Er muss dann nur auch dringend ins Bett. Ja, ich weiß, du fühlst dich unwohl, aber wenn du nichts isst und die ganze Zeit nur dastehst und nicht ins Bett gehst, dann ist das halt so. Die Katze, die konnte ich auch schon besuchen hier. So, nach dem Essen bitte einmal direkt ins Bett, weil du musst nämlich auch bald auf der Arbeit wieder sein. In 9 Stunden schon. Bis dahin darfst du dich dann gerne noch ausschlafen. So, komm, zackig, aufessen. Ja, natürlich. Das ist wieder so typisch Mann, ne? Also anstatt mal eben ein paar Zentimeter zur Seite zu gehen und das Ganze wegzuräumen, rennt er durch die ganze Wohnung, stellt es ab und ist weg. Also der ganze Kram liegt jetzt hier auf dem Boden. Was ist das jetzt? Geschicklichkeit. Warum? Hallo? Morgana, geht's noch? Achso, ich bin auf Schnelldurchlauf. Oder hat sie das jetzt weggeräumt? So. Du liest jetzt mal bitte... Ach nein, mit dir wollten wir ja angeln gehen. Oh, wann musst du denn zur Arbeit? In 19 Stunden. Ja, Moment, da müssen wir jetzt mal kurz pausieren. Beziehungsweise, nee, ich glaube, da machen wir das anders. Reisen. Nee, ich möchte alleine reisen. So, weil ich... Ach so, ich bin ja nur auf dieser Insel. Da scheinen sie auch keine Angelplätze zu haben. Das ist mir aufgefallen. Dann reisen wir mal rüber zur anderen Insel. Weil wir müssen ja das Angeln auch ein bisschen verbessern wieder. Und damit er dann im Job auch glücklich und zufrieden ist. Und gut angeln kann und das alles. So, dann gehen wir hier hin. Wasser untersuchen. Er kann das Wasser untersuchen. Okay. Lauf, mein Jakeylein, lauf. So, mal schauen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet mit Wasser untersuchen. Mit Köder angeln. Ja, könnte man jetzt machen, aber ich kann auch so angeln gehen. So, du gehst jetzt... Oh, du musst auch bald zur Arbeit, oder? Nee, okay, 18 Stunden. Also du gehst jetzt erstmal ganz viel angeln. So, okay. Dann... Im Wasser wimmelt es nur so von Leben. Jake entdeckt ein hungriges Exemplar von, was weiß ich, der Spezies siamesischer Kampffisch, das nur darauf wartet, gefangen zu werden. Jake hat Informationen aufgezeichnet, bla bla bla. Oh, Moment. In der Stadt findet ein Flohmarkt statt. Klicke auf eins der dynamischen Schilder, um mehr zu erfahren. Flohmarkt. Im Küstenbienenstock. Ich weiß aber immer noch nicht, wo der Küstenbienenstock ist. Ich würde gerne da hingehen, ja, das stimmt, aber Schneekugeln und Poster finden, das wäre ja cool. Müll oder Schatz einkaufen? Gut, dafür hätte ich jetzt echt kein Geld mehr. Flohmarkt aufmachen, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach so, ich kann da direkt hinreisen. Ah, okay. So, Moment, dann,
Dann würde ich jetzt gerne zu Ben wechseln, was ich immer noch nicht kann, warum auch immer. Ne, er zentriert sich dann hier drauf. Ich weiß nicht, warum ich da nicht hinreisen kann. Jake hat einen Guppy gefangen. So, er ist aber... Achso, sich um ihn kümmern. Ah, doch, jetzt funktioniert das ja wieder. Kontrolle auf Ben umschalten, genau. Also er soll ja jetzt erstmal... Also der Jake soll jetzt erstmal weiter angeln. So, der muss allerdings jetzt auch bald zur Arbeit, ne? In 6 Stunden. Aber in der Zeit soll er noch ein bisschen üben. Das ist wichtig, wobei seine Energie jetzt ziemlich runtergeht. Okay, was ist mit Morgana? Ach, die ist ja am Tanzen. Ah. Entspannung im Wasser. Wärme von Sulani. Tolles Gefühl. So, jetzt wollte ich aber eigentlich mit der Morgana zum Festival reisen. So, ich nehme da die Layla mit. Und was wir alles auf dem Festival erleben werden, das werden wir dann im nächsten Video sehen. Bis dann. Ciao.